Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Wertschätzung für Lebensmittel beschäftigt und dann gleichzeitig gedacht, ja, wie können Kinder eigentlich heutzutage das noch lernen, wenn sie in einem Umfeld groß werden, wo die Landwirtschaft nicht mehr da ist oder wo auch der Garten nicht mehr als Gemüsegarten genutzt wird und auch in der Schule dieser Ort verschwunden ist. Und so sind wir auf die Idee gekommen, statt die Kinder auf den Hof zu bringen einmal im Jahr, bringen wir quasi den Acker zu den Kindern, sodass sie es wirklich im Schulalltag integriert haben. Wir besorgen quasi alles drumherum, angefangen vom Saatgut und der Anbauplanung, über die Bildungsmaterialien, über die wöchentlichen Ackerinformationen, die wir ihm schicken und quasi unsere Workshops, die wir über das Jahr anbieten. Wir haben mittlerweile über 400 Schulen, die an der Gemüseakademie teilnehmen. Allein dieses Jahr über 16.000 Kinder, die in dem Programm sind. Der Workshop ist geteilt in zwei Teile. Im ersten Teil säen wir mit den Kindern Kräuter und Gemüse aus. Das machen wir in kleinen Teams, damit jedes Kind genug zu tun hat. Die dürfen danach auch wässern. Wir besprechen das Thema Licht. Und danach besprechen wir mit den Kindern gemeinsam nochmal, welche Aufgaben jetzt zu tun sind. Weil die Pflanzen sind jetzt eingesät und jetzt muss ja was passieren. Das heißt, es gibt verschiedene Checks und die sie dann in ihren Teams bewältigen, Woche für Woche. Also wir haben Pflanzen gesät, die wir im Laufe bis zu den Sommerferien pflegen werden. Ich habe Petersilie eingepflanzt, Tomaten, Gurke, Kartoffeln. Es hat auch Spaß gemacht mit denen, sie waren auch ein gutes Team. Ich glaube, das stärkt auch ziemlich gut den Zusammenhalt der Klasse. Ich habe mich richtig doll darüber gefreut, als wir den ersten Sellerie rausziehen konnten. Ja, die Kinder lernen es ja von Anfang an, quasi den gesamten Zyklus. Sie haben den kleinen Möhrensamen oder die Kartoffel in der Hand. Sie stecken sie in die Erde und begleiten sie quasi über die gesamten 4, 5, 6 Monate. Und dann kann die Möhre, egal wie sie aussieht, wird sie gegessen. Weil es ist eine große Zuneigung dazu und eine Wertschätzung auch für die eigene Arbeit. Und sie würden nie auf die Idee kommen, das Gemüse wegzuwerfen. Und das ist unser Beitrag dazu, dass die Kinder es wirklich auch intrinsisch verstehen und nicht mit erhobenem Zeigefinger von uns gesagt bekommen, werft weniger weg. Ackern schafft Bildung. Academia! Herzlichen Glückwunsch! Für uns ist natürlich total wichtig, damit vor allen Dingen viele Schulen und viele Kitas zu erreichen. Und jeder Preis und vor allen Dingen so ein Preis sorgt dafür, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen und mehr davon erfahren. Weil wir wollen am Ende jedes Kind in Deutschland erreichen und jedes Kind soll einmal im Leben Lebensmittel selbst angebaut haben.